Alter! Das wäre das. Super, jetzt ich. Ich denke, wir lassen uns für dich etwas anderes einfallen. Das denke ich auch. Ein Loch. Es stinkt ekelerregend aus dem Loch. Scheint mir eine Art Abfluss zu sein. Ja. Was? Warum? Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Es ist eine Art Musikinstrument. Die wilden Menschen in den Bergen benutzen so etwas. Oh Gott. Kein Interesse. Kein Interesse. Doch, schon. Was haben wir hier noch? Holzfass, Brett. Ja, dann nehmen wir doch das Brett. Ein Holzbrett? Es ist ungefähr einen Meter lang und läuft nach... Ja, nimm mit. Ein Apparat. Das ist etwas Gnomisches. Das heißt, es ist gefährlich und wird höchstwahrscheinlich keinerlei sinnvolle Funktion haben. Ich fasse nichts an, was von einem Gnom gebaut wurde. Oh. Na gut, dann geht's jetzt wieder ab nach drüben. Und Wilbur kriegt das Paddel. Und dann kann Wilbur nach drüben paddeln. Hier, nimm. Danke. So. Für Ivo ist jetzt zwar nicht mehr genug Platz im Fass, aber ich sollte trockenen Fußes ans andere. Ja, dann mal los. Okay. Das stinkt wie... Sieht aus wie eine gigantische Tröte. Vielleicht haben die Riesen sie gemacht. Yo. Papa hat Mama so ein Ding geschenkt. Man legt Schiefertafeln auf diesen runden Teller und setzt dann vorsichtig die Nadel auf die Scheibe. Man hört dann, wie eine Nadel über eine Schiefertafel kratzt. Ein fürchterliches Geräusch, das von dem Rohr dann noch verstärkt wird. Das Ding ist mir zu unhandlich. Ich nehme nur den Lautkratzer mit. Damn, den steck ich da rein und ist das doppelt so laut. Los, Tröte. Das bringt mir irgendwie gar nichts, oder? Ich werde doch nicht in so ein Loch hinabsteigen. Nicht. Das muss jemand anderes tun. Nö, schon in Ordnung, Wilbur. Mach mal. Aber, Elfen haben einen besseren Orientierungssinn. Du bist viel kleiner als ich. Du kannst dich auch durch enge Gänge zwängen. Aber ich... Nun mach schon. Du willst doch ein Held sein. Ich hätte es sofort getan, wenn mich jemand gefragt hätte. Ach. Also gut. Und ab geht's. Was? Nimm den Holzdeckel. Der Deckel eines Holzfasses. Nimm den Edelstein. Was? Hilfe! Oh, ein Musikrätsel. eine geisterhafte Erscheinung im Spiegel. Ich brauche Hilfe. Das wird dir helfen. Hilfe! Ich hab Angst. Ein starkes Seil, noch gut im Schuss. Zeit, den Rückweg anzutreten. Nur wie? Ah, verstehe. Und? Wie war's? Normal.
Das würde uns nicht weiterbringen. Ivo und ich könnten trotzdem nicht gemeinsam auf die andere Seite kommen. Das ist zu hoch für mich. Geh ich mal wieder auf die andere Seite. Ich bin froh, dass sie mich jetzt helfen lässt. Am besten spreche ich sie nicht an, sonst über... Oh, ich stehe da im Wasser. Ich bin froh, dass sie mich... Schau mal, Ivo, was ich gefunden habe. Krabbel mal ins Fass. Ich habe eine Idee. Oh nein. Gut. Bist du sicher, dass das sicher ist? Nie wieder. Immerhin sind wir jetzt beide auf dieser Seite. Okay. Knüttel das Seil an die Schatztruhe. Ich binde das Seil an den Henkel. Lass es uns versuchen. Okay. Yo. Juhu! Scheint, als hätten wir damit unserem großen Freund einen Gefallen getan. Eine aufwendig gearbeitete Truhe. Cool. Sieht ziemlich stabil aus. Ich bin gerade so geflasht davon, dass wir in so einem Vieh drin sind. Die Truhe wird sich nicht einfach so öffnen lassen. Wir müssen sie aufbrechen. Vielleicht können wir sie einfrieren. Ja, mach sie einfach auf. Es muss eben nicht immer alles kompliziert sein. Genau. Ich bekomm's nicht auf. Mhm. Sieht nach einem komplizierten Schloss aus. Ich schlage vor, dass wir Captain Bonnet fragen. Vielleicht kann er das Ding knacken. Bestimmt sogar. Aber dafür müssen wir erstmal hier raus. Ach, vielleicht kann ja Wilbur... Nein. Vielleicht ist noch was anderes in der Kiste. Da liegt noch etwas drin. Mit so einem Ding hat Opa mich eine Woche lang geweckt. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, aus mir einen Kampfschwimmer zu machen und brüllte mich jeden Morgen damit an. Was? Die Flüstertüte? Auch noch da rein. Jawohl. Was tust du da eigentlich immer? Vielleicht kann ich mit dem Monster Kontakt aufnehmen. Das wird doch nie etwas. Wir sind von Tonnen Fleisch und Fett umgeben. Ja, aber der Schall des Horns wird verstärkt und nochmal verstärkt. Und am Ende ist er etwa... 1000-mal so stark. Ja. Physikalischer Humbug. Genau. War ja klar. Ich muss etwas Schlechtes gegessen haben. Hast du das gehört? Es kann sprechen. Hallo? Wer spricht da? Ich. Episches Ich. Ich bin dein Gewissen. Mist!
dein Gewissen? Das kann nicht sein. Ich bin ein gewissenloses Monster.